Ja, Varnhem ist ein ganz kleiner Ort in Mittelschweden und hier ist wahrscheinlich die Gründung von der christlichen Glaube in Schweden. Hier ist eine alte Klosterkirche vom 11. Jahrhundert und hier haben wir auch gefunden eine ganz alte Kirche vom 9. Jahrhundert. Und man denkt, hier ist auch vom 7. Jahrhundert schon Graben, etwa 1000 christliche, 3000 christliche Graben. Und haben auch eine Grabe gefunden von einer reichen Frau Kata. Und auf ihre Sarg hat sie ein großes Kreuz. So Kata ist wahrscheinlich Christ geworden und mit vielen anderen dort Christ geworden haben auch die christliche Begrabung. Und hier ein bisschen mehr höher in Schweden, Sundsvall und so weiter, wo wir auch noch Bibeln verteilt und Hudviksvall, da war eine große Wirkung auch von Baptisten. Viele haben sich taufen lassen. Das war eine große Wirkung. Viele Kirchen ist gegründet worden. Und wir sehen auch hier, leider ist viele jetzt diese Kirchen verkauft und werden auch verwendet als Trödelmarkt und so weiter. Man sieht auch, wenn die Kirche nicht mehr da ist, dann die ganze, sagt man, Örtchen, die verfallen irgendwie. Das ist schon eine geistliche Gesetz, da wenn nicht mehr Gott geehrt werden, werden viel mit Alkohol und Probleme. Und hier sehen wir auch alte schöne Kirchen, die sind schon verkauft. Und hier kommt so eine andere Kirche her, der ist zu meinem Tanzpalast. Eine große Kirche liegt so in kleinen Dorf. Das ist jetzt ein Tanzpalast. Das ist so traurig, das zu sehen. Hier ist so eine Werkstatt und die haben das irgendwie ein Café oder Trödelmarkt. So, und das ist leider sehr viele die letzten Jahre verkauft, die kleine Kapelle, die kleine Kirchen. So, das ist ein großes Gebetsanliegen. Hier ist auch eine Pfingstgemeinde, die möchten auch das verkaufen Ja, jetzt. jetzt habe ich ein bisschen erfahren, dass diese Kirche ist schon verkauft, war schon an Baptistengemeinde und hat eine Frau, das war gerade ein Ehepaar, die kam hier vorbei mit einem kleinen Kind und die Mutter von denen hat das Haus gekauft und sie hat irgendwie eine psychiatrische Gespräche hier oder psychologische Gespräche und dann ist diese Räumlichkeit in die Gebäude von der Kirche wird gebaut zur Musik, sagt man, Musikübungen und so weiter. Leider nicht mehr, sagt man, Gottesdienst oder irgendwas hier, sondern wir beten auch, dass hier soll Gottesdienst wieder gestartet werden. Und wir beten auch, dass das Haus wird von jemand von der Gemeinde oder sowas wieder zurückgekauft und restauriert. Hier braucht man viel Arbeit, sehe ich. Okay, ciao. Was sagst du dazu, Erik, wenn du sowas siehst? Das ist eine ehemalige Baptistengemeinde. Was denkst du dann, wenn du das so siehst jetzt? Ja, schon traurig, muss ich sagen. Hier war Wenn man früher sowas vielleicht sieht, ja. Gottesdienst, Kinderstunde. Und Ja, jetzt? auf jeden Fall dafür beten. Und Und auf jeden Fall restauriert muss das werden, weil das ja. sieht sehr kaputt aus. Ja. Und das ist leider so. Hier in dieser Gegend war schon eine große Erweckung. Ist es viele kleine so Kapells, Soll ich die mal filmen? ja, das war viele solche Kapells hier. Also in einem Dorf kann manchmal zwei, drei Kapells sein. Also das ist schon ein richtiges Erweckungsgebiet gewesen, ja, auch von den Baptisten. Und leider ist es sehr viel jetzt verkauft worden und wenig noch rüber geblieben jetzt hier. Nur einzelne Kapelle ist noch. Aber das ist auch eine Zeitfrage und wir beten, dass es keine Kapelle mehr wird verkauft. So, das ist ein großes Gebetsanliegen. Auch, denke ich, auch für euch, uns alle, die Baptistgemeinde war sehr wichtig, wegen der Taufe, Glaubenstaufe und so weiter. Und das war auch hier in Schweden, 1850 und sowas, da war das schon Verfolgung. Da haben sie Leute ins Gefängnis gebracht, die an diese Glaubenstaufe praktiziert. So, das ist schon eine historische, wichtige, sagt man, Zeichen. Diese Kirchen ist nicht nur ein Gebäude, ist schon ein Zeichen von das Wirken von der Bibel, von Gottes Wort, dass die Leute haben gesagt, wir brauchen die Taufe, wir können nicht mehr die Kindertaufe verwenden,
verwende. Wir müssen eine Entscheidung treffen für Gott, für Jesus und dann mich taufen lassen. Und das ist hier, in diesem Gebiet war in Sundsvall und diese Mädelpark, waren viele Baptisten hier. Und auch in Stöde, wo wir auch waren, da war eine große Gemeinde. Und da ist ein großes Gebäude auch. Ja, gut. Dankeschön. Gottes Segen. Bitte für Schweden. Ja, lieber Albert und ganz liebe Mission, wir sind hier in Stöde, näher von Sundsvall. Hier ist eine ganz große alte baptistische Gemeinde. Die Baptisten waren sehr stark hier, vor 120 Jahren her. Und in einer Erweckungszeit wurden viele wurde getauft. Und diese Kirche hat bestimmt 350 Sitzplätze. Und das ist ein kleines Dorf mit 1500 Einwohnern vielleicht in den Kreis. Wir gehen kurz rein, jetzt schaue ich. Können wir sehen, diese Kirche. Das ist eine sehr schöne Kirche. Diese Gemeinde ist noch aktiv, kann man sagen. Aber ist vielleicht nicht so viele Leute hier, aber ist trotzdem aktiv. Hier gehen wir rein. Ist eine sehr schöne. Sehr schöne Gemeinde hier. Ich weiß nicht, gehen wir aufwärts hier oben oder ist das besser geht oder das nächste? Gehen wir oben, schauen wir hier. Ich kann man die Kapelle oder die Kirchengebäude besser sehen vielleicht. Hier ist ein sehr schönes Gebäude hier. Und wir sind dankbar, dass es nicht gekauft. Ja. Und hier sehen wir. Gottes. Hier steht das Lamm Gottes. Ein sehr schönes Gebäude. Und ich glaube, es sind 350 Sitzplätze. Und ich denke, wir gehen ein bisschen runter, können ein bisschen mehr in Ruhe sprechen. Ja. Ist eine große Gebetsanliegen auch für Schweden. Hier waren sehr viele Baptisten. Ich meine, leider sind viele Kirchen verkauft worden, die letzten 20 Jahre bestimmt. Hier waren auch viele andere Gemeinden hier ringsherum. Aber hier ist echt ein Missionsfeld. Schweden ist, Nordschweden ist ein Missionsfeld. Und ich möchte mein Herz sagen zu euch von Bibelmission, aber auch von den. Ihr kommt auch von dem baptistischen Hintergrund. Ich möchte sagen, komm und hilf Nordschweden. Noch einmal, dass wir hier Erweckung erleben in Nordschweden. Und wir verteilen ja dieses Buch der Hoffnung hier. Und das ist eine große Freude. Und viele Gemeinden werden so dankbar für euren Einsatz, auch von Deutschland hier mit mehreren Teams. Aber ich denke, von nächstes Jahr, bitte komm nach Schweden. Und vielleicht auch mithelfen, einige Gebäude zu renovieren. Das gibt schon mehrere solche Baptistgemeinden und auch andere Freikirchen, die brauchen Hilfe. Und ich weiß, ihr habt gute Handwerker. Vielleicht können wir das tun für die Mission in Nordschweden. Nordschweden ist ein Missionsgebiet. Und ich weiß, dass viele von diesen Baptistgemeinden haben auch viel Mission gemacht und andere Freikirchen damals in der Sowjetunion. Da haben sie auch Bibel hingeschickt und geschmuggelt. Und jetzt, glaube ich, der Segen kommt wieder zurück hier. Wir brauchen eure Segen. Wir brauchen eure Hilfe. Und vielen Dank für alle die jungen Leute, die sind hier gekommen aus Schweden. Und jetzt kommt auch nächste Woche hier. Vielen Dank. Alles Gute und Gottes Segen. Danke für die Zusammenarbeit mit euch. Es ist so ein Vorrecht, mit euch zu arbeiten. Dankeschön.